Kennt ihr das? Ihr wollt euch mal richtig schlau fühlen und sucht euch ein Spiel raus, was eure grauen Zellen hier oben rauchen lässt und stellt dann fest, irgendwie bin ich zu blöd dafür. Ja, genau so ist es mir jetzt auch gegangen. Ich habe einige Spiele geschickt bekommen, die meine grauen Zellen zum Verzweifeln gebracht haben, aber unfassbar Spaß bringen und die gehe ich jetzt mal mit euch durch. Willkommen in der Bretthöhle, ich bin Simon, aber Wayne, denn heute gucken wir uns mal Spiele an, bei denen ich mich einfach nur dumm fühle, weil ich einfach glaube, meine grauen Zellen reichen da nicht genug für. Bei euch ist das mit Sicherheit anders, wir gehen aber mal durch, welche das sind, denn ich habe da ein paar richtig coole Ideen geschickt bekommen. Und zum einen haben wir hier die Schriftrolle der Geheimnisse von dem Frech Verlag und das Ganze könnt ihr natürlich dann auf der Spiel 22 euch da auch mal anschauen. Und wie es jetzt hier in dem ganzen Video so sein wird, ich werde euch hier so mehrere Rätsel, Quiz und Escape Games vorstellen. Und da will ich euch natürlich keinen Spaß wegnehmen, deshalb keine Sorge, ihr werdet hier keinerlei Spoilers, keinerlei Rätsel gezeigt bekommen, die in diesen Boxen sind, sondern es sind so ein paar Beispielrätsel dabei. Die kann ich euch mal zeigen, die haben aber dann nichts mit der eigentlichen Box zu tun. Aber jetzt wollt ihr mit Sicherheit wissen, was es hiermit auf sich hat. Und zwar verbirgt sich hier in dieser wunderschönen mittelalterlich gestalteten Box eine Schriftrolle, die ich euch ja gerade schon im Intro so leicht angeteasert habe. Und auf dieser Schriftrolle sind Wimmelbilder drauf und das Ganze begleitet eben ein Abenteuersystem, in dem ihr von vier verschiedenen Helden wählen könnt. Ihr könnt das Ganze kooperativ spielen und müsst diese Karte entdecken. Und natürlich werfen wir da mal einen Blick rein, weil hier, muss ich ganz ehrlich sagen, der Einstieg ist mega einfach und wenn ich euch gleich aber die Regeln zeige, oder besser gesagt die Karte zeige, dann merkt ihr, warum ich mir so dumm vorgekommen bin, wenn man denkt, ja, okay, was ist damit gemeint? Ich komme nicht drauf. Ne? Genau so läuft das. Also, hier drin habt ihr natürlich eine Spielanleitung und die läuft nicht wie alle normalen Spielableitungen ab, dass ihr die von vorne bis Ende durchlesen müsst, sondern ihr lest euch eben nur den Anfang durch, den lest ihr laut in der Gruppe vor und dann werdet ihr Schritt für Schritt mit eurer Gruppe durch diese Anleitung geführt, die euch erklärt, wie ihr mit der Karte umzugehen habt, wie ihr mit euren Charakteren umgehen könnt. Dann ist hier ein Rätselbuch drin. Dieses Rätselbuch, ich hoffe, das blendet nicht zu sehr, erzählt euch natürlich eine wunderschöne Geschichte und eben auch die Auflösung der Rätsel, wenn ihr denn glaubt, sie gefunden zu haben. Dann kommen hier vier verschiedene Charaktere her, die ihr in verschiedene Richtungen entwickeln könnt und mit denen ihr eben mit euren Ausdauerpunkten Rätsel lösen könnt. Und dann kommen wir zu dem Highlight dieser Box. Und das hier ist eine wunderschöne Schriftrolle mit einem roten Band. Ich nehme es ab. Und in dieser Schriftrolle, ich hoffe, es ist jetzt richtig rum, verbergen sich unfassbar viele Geheimnisse. Natürlich ist es falsch rum, da fängt es schon bei mir an, dass ich dafür nicht gemacht bin. So, und dieses 1,80 Meter lange Schriftrollenpamphlet könnt ihr nach und nach auf einem, ja, empfehlenswerterweise langen Tisch ausbreiten. Und dort müsst ihr dann in diesen Wimmelbildern, ich halte sie euch mal näher in die Kamera, müsst ihr dann verschiedene Rätsel entschlüsseln. Und wie das Ganze abläuft und wie ihr dann auch mit eurer Lupe, die hierbei ist, schön, nicht? Diese ganzen Hinweise finden könnt, zeige ich euch jetzt anhand von einem Beispiel. Und zwar habe ich vom Frech Verlag hier dankenswerterweise einen Beispielbogen zugeschickt bekommen mit einer kleinen Einführungsgeschichte. Und es wird im Grunde immer darauf hinauslaufen, dass ihr nach der Geschichte, die ihr hier lest, hier Rätsel gestellt bekommt. Ja, wenn wir uns das hier zum Beispiel mal angucken, dann steht da, ohne meine mahlenden Zähne wäre jeder Bäcker brotlos. Und dann müsst ihr anfangen, euch auf dieser Karte rauszusuchen, was das bedeuten könnte. Ohne meine mahlenden Zähne wäre jeder Bäcker brotlos. Wenn ihr glaubt, es gefunden zu haben, dann platziert ihr euren Heldenmarker daneben und ihr kommt und ihr dürft dieses Rätsel dann eben lösen. Und hier in diesem Beispiel wäre das zum Beispiel die richtige Lösung. Derjenige, der es versucht, guckt sich das an. Wenn er recht hat, kann er das verkünden. Wenn er falsch liegt, verliert er Ausdauer. So, und hier wäre jetzt die Lösung, wenn man sich dieses Bild anguckt, man sieht hier eine Mühle, die am Mahlen ist. Und wenn ihr euch denken würdet, ah, ohne mahlende Zähne wäre jeder Bäcker brotlos. Also geht es darum, dass es wahrscheinlich um eine Mühle zu finden geht und eben um die Mühlsteine, die am Mahlen sind. Und die Rätselslösung wäre dann, die alte Mühle klappert sich einsam an die karge Flanken des Berges. Einst musste sie zu einem kleinen Dorf im Tal gehört haben, das aber schon längst nicht mehr existiert. Trotzdem kann Elia das unverkennbare Knirschen der Mühlsteine vernehmen. Was hier wohl gemahlen wird,
Vorsichtig steckt der dwergische Scharlatan seine Nase durch den Türrahmen und erschaudert bei dem Anblick, der sich ihm bot. Denn das, was der Geist des Müllers und seine Gesellen malen, ist alles andere als Getreide. Ja, und wenn wir uns jetzt hier eben noch das Bild dazu angucken, so in den Illustrationen ist das Ganze gehalten. Und da bin ich natürlich wieder abgeholt. Und Spiele wie Micro Macro und andere Wimmelbildspiele und Rätselspiele sind absolut meins. Und diese Idee mit dieser mittelalterlichen Schriftrolle, diesem Spielmaterial, dieser Geschichte, dieser Helden hier drin, vereint sehr, 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 sehr viele Dinge, die ich in einem Spiel sehr, sehr schätze. Und ich glaube, das könnte tatsächlich auch so ein kleines Insider-Highlight für die Messe werden. Und ja, ich gebe es da auch schon mal zu. So einfach, wie ich es jetzt in dem Beispiel euch gemacht habe, ist es mir nicht gefallen, weil ich spiele die Spiele sehr gerne. Kommt aber nicht so wirklich immer auf die Ergebnisse. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich euch schon mal auf meinem Kanal Bretman vorgestellt habe. Dort habe ich nämlich einmal von Escape Welt die Questpyramide geschenkt bekommen. Und das ist tatsächlich eine große Geschenkempfehlung. Denn was habt ihr hier? Ihr habt erstmal wieder was meine grauen Zellen einfach überstrapaziert. Und wenn es euch genauso geht, kann ich euch hier schon die Hinweise geben. Es gibt immer die Möglichkeit, im Internet offiziell, ja, das findet ihr alles auch hier drinne, Tipps zu finden, wie ihr hier vorankommt und Schritt-für-Schritt-Tipps oder wenn ihr es einfach nur verschenken wollt, eine Möglichkeit, das alles hier mal auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen und das praktisch im Internet angeleitet. Denn was könnte sich hier drinne verbergen? Ihr seht, das sind Holzschnitzereien mit ganz vielen verschiedenen versteckten Mechanismen da drin. Und in dieser Pyramide könnt ihr eure Dinge verstecken und sie verschenken oder wenn ihr sie geschenkt bekommt, so wie ich, müsst ihr diese Pyramide öffnen und das ohne Gewalt, denn Gewalt wird nichts bringen und würde auch nur diese Pyramide zerstören, sondern mit Logik öffnen. Und da nehme ich euch natürlich nichts vorweg, aber ich kann euch verraten, allein schon diese Questpyramide hat sehr, 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 sehr viele Geheimnisse, die man jetzt hier auf dem ersten Blick nicht sieht. Dann geht es nämlich auch weiter bei Escape Welt. Und zwar, wenn euch jetzt diese Pyramide vielleicht nicht die richtige Form ist, ja, dann guckt euch doch vielleicht auf der Messe mal die Spacebox an. Und versucht einfach mal den Einstieg darin zu finden. Denn das ist auch meistens da das, wo ich mir am dümmsten vorkomme. Einfach nur mal zu gucken, wie lege ich denn los mit diesem Gerät? Und wenn ich mir die Spacebox angucke, das ist natürlich keine Pyramide, sondern eben diese namengebende Spacebox. Es kommt immer eine schöne Geschichte noch hinzu. Und hier seht ihr, dass diese Schnitzereien, ja, oh ja, hier kommt schon was entgegen, Mensch, dass diese Schnitzereien eben ja ausgefeilt sind und dass ihr von allen Seiten gucken müsst, was für Hinweise, was für Icons findet ihr eben hier auf dieser Spacebox, um hier der Rätsellösung näher zu kommen und tatsächlich auch irgendwo eine Öffnung zu finden, die euch eben erlaubt, eure Geschenke oder eben auch, es sind immer ein paar Kleinigkeiten da drin, das kann ich auch schon mal sagen. Das heißt, ihr könnt sie tatsächlich auch beim ersten Mal lösen, wenn noch kein Geschenk dabei ist, befriedigend lösen, denn eine Kleinigkeit ist da drin, die euch durchaus Spaß macht. Und dann nur, um das hier abzurunden, habe ich jetzt hier auch noch die Cluebox. Und diese Cluebox habe ich eben vor kurzem auch geschenkt bekommen. Das Ganze kommt von ID Venture. Und da muss ich sagen, da hatte ich extrem viel Spaß dran, weil es auch eine Thematik ist, die mich jetzt persönlich sehr anspricht. Und zwar geht es hier um Davy Jones Kiste, die im Meer versunken ist. Und ihr wollt praktisch das Geheimnis um Davy Jones lösen. Und hier seht ihr, habt ihr jetzt keine Spacebox, sondern eben eine Box, die einer Piratentruhe ähnelt mit Lenkrädern oder praktisch Rudern obendrauf. Verschiedenste aquatische Symbole hier drauf und ihr wollt ins Innere dieser Box vordringen, um das Geheimnis von Davy Jones zu lüften. Ja, das sind alles Sachen, die stelle ich gerne vor, aber ich tue mich da unfassbar schwer mit und brauche so meine mehrere Tage. Würde mich mal interessieren, schreibt mir in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr die so lockerflockig wegrätselt oder ob ihr euch da genauso anstellt wie ich dabei. Und dann kommen wir jetzt zu dem, wo meine geistige Fähigkeiten komplett aufhören und ich komplett verzweifle. Und da, glaube ich, gibt es aber Tüftelmeister da draußen, die dieser Herausforderung gewachsen sind. Und zwar auch von der Escape-Welt das Quest-Puzzle. Und das Quest-Puzzle, ja, da fragt ihr euch jetzt, wie wird das wohl aussehen, wenn wir hier schon so Vertreter wie diese Pyramide und die Spacebox haben. Und wenn wir da jetzt mal reingucken,
seht ihr praktisch schon das Rätsels Lösung. Das würde euch aber überhaupt nichts bringen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn dieses Puzzle müsst ihr wieder zusammenstellen. Und ja, guckt es euch mal genau an. Völlig klar, habt ihr es euch eingeprägt und dann werden die Stücke hier rausgeholt. Ja, ihr seht es schon. Und das Ganze kippe ich auf den Tisch drauf, so rum. Und dann fangen wir an, dieses Wirrwarr wieder zusammenzusetzen. Und da hören meine geistigen Synapsen einfach auf. Das kriege ich nicht hin. Ja, ihr habt diese Puzzleteile und da müsst ihr euch überlegen, kommen die jetzt hier hin, kommen die jetzt dahin. Auch da gibt es wieder einige Tipps, die ihr befolgen könnt, wenn ihr euch helfen lassen wollt. Oder ihr löst dieses Puzzle, wo ich noch ein paar Teile durch die Gegend schmeiße, selber. Und ich muss sagen, das ist wirklich genial für all die Gehirnjongleure da draußen, die sich dieser Aufgabe nicht zu schade sind. Versucht's mal damit und teilt mir in den Kommentaren mit, ob ihr euch dabei auch manchmal so dumm vorkommt wie ich. In dem Sinne, wir haben noch einiges vorzustellen vor der Messe und dann werden wir auch live von der Messe berichten, also semi-live, wir drehen alles und dann wir versuchen so circa eine Stunde später alles für euch online zu haben und mehrfaches Programm am Tag zu bieten auf diesem Kanal. Deshalb lasst dringend den Abo da, damit ihr auf der Messe alles mitkriegt, was wir live von dort berichten. Ja, und was auch im Nachgang darauf folgt, also bleibt einfach dran. Bis zum nächsten Video. Ciao.